Oh, guten Morgen. Herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist gegrüßt zur neuen Runde vom Alice 22 Wild West 16-fach Projekt. Guten Morgen, Vulkanschnecke, Sascha und Henry Mulmo. So, ja, gleich loslegen, ne? Geht wieder rein in die große Seemaschine. Da müssen wir noch ein paar Meters machen. Oder das eben jetzt mit dem Helfer machen lassen. Müssen wir schauen, wie das funktioniert. Admiral, auch moin moin. So, gut. Zack. Ja, Holz. Wen wundert's? Wir werden heute wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Holz machen. Gestern Abend ist Holz ja zu kurz gekommen und dementsprechend müssen wir es heute nachholen. Ich glaube, wir hatten noch nicht. Auf der 15 gekalkt. Grummel, guten Morgen. Grummelt hat gestern Abend, ne? Gewitter hier im Norden. Aber auch überall deutschlandweit fast, ne? Nicht nur hier im Norden. Danke dir für Alex. Danke dir für den dritten Monat auch schon am Start. Vielen, vielen Dank für den Support. Moin, moin. Ich weiß nicht genau, wir müssen ja noch einen zweiten Kalkstreuer eigentlich haben. Wir hatten nämlich das, glaube ich, beim letzten Mal noch mit zwei Kalkstreuern gemacht, oder nicht? Rechne, rechne, rechne. So schwer kann das eigentlich zu rechnen sein. Ist ein relativ gleiches Feld. Da ist es. So, Kurs. Kurs speichern. F15. Kalken. Zweimal 24 Meter. Gut. Erster Wegpunkt. Feld 15. Habe ich das eigentlich schon neu gemacht, Feld 15? Nee, ne? Mist, echt nicht. Nö, wir haben Feld 15 noch nicht gemacht. Also ich lasse den trotzdem erstmal arbeiten. Feld 5 ist ja in der Nähe. Wir haben keinen Regen, Montag geht es in die Gerste. Okay, krass, ja. Krass, in einigen Regionen, also Gerste, welche Region ist das denn bei dir, Grummel? Weil bei uns fand ich, also einige Felder sehen auch echt schon ziemlich weit aus. Okay, die haben sich hier getroffen, das ist unglücklich. Ja, danach unten noch Feld 14, aber Feld 14 ist das große, wo wir erst Raps dreschen wollen, wenn das dann mal soweit ist. Ich denke, wir müssen auch hier jetzt mal ein bisschen Meters machen, denn auch hier wissen wir natürlich LS25. Steht in den Startlöchern, in Anführungsstrichen. Also, es ist absehbar. Das da haben wir ja schon ein bisschen was schaffen hier, ne? Wenn wir umsonst die ganzen Felder vergrößert haben, zumindest einmal noch nutzen. Jo, schneller, stärker rennen, genau, stärker rennen und schneller tragen können. Also bei uns ist es ja auch, also hat uns wirklich eigentlich überwiegend gestriffen, das Gewitter nur, dass wir so, wir sind nicht so richtig getroffen worden, nur so ein bisschen Randerscheinung, kurz mal ein bisschen Regen, ein bisschen Wind, aber jetzt kein richtiges Gewitter. Also wir haben es gehört und man hat auch Blitze gesehen, aber es ist immer nicht über uns gezogen, sondern immer, sagen wir mal, eher über Nachbarorte. Ja, aber müssen wir hier nochmal einen Fangkurs aufnehmen, ne? Hier soll ja normales Gras, meine ich, angepflanzt werden. Und dann, weil wir das später mit Ladewagen machen wollen oder auch mit Gras, also mit Häcksler, der dann das, obwohl hier auf der Karte nimmt er dann ja, macht der Häcksel gut da draußen, ne? Das geht ja gar nicht. Dann müssen wir mit Ladewagen arbeiten, denke ich.
muss jetzt hier mal so eine. Machen wir mal erstmal so eine Auffangstrecke, ne? Da haben wir auch noch irgendwelche vergangenen Geschichten. Ich weiß, im Osten sieht man ja, ne, also beim Landwirt in MV und bei Twitch Farming. Die sind im Osten schon in der Gerste, ne? Also bei uns im Norden hier würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Vielleicht im südlichen Schleswig-Holstein. Kommt natürlich auch manchmal auf die Feldlage drauf an, wenn es so leicht Richtung Süden den Hang hat oder so, in den leichten Hügeln. Kann natürlich sein, dass es da auch ein bisschen eher erntereif ist. Da drüben steht die Sämaschine, mit der wir gleich wieder Spaß haben. Das Gerät. Aber es ist genau für so eine Karte hier natürlich gemacht. Heute ist bei uns so ein komisches Klimawetter, ne? Also so irgendwie warm, nass, feucht, hohe Luftfeuchtigkeit, gefühlt 100%. Ja, was hier so Sinn macht aufs Feld drauf, aber egal. Wenn wir irgendwelche komischen Knicks, dann machen wir hier vorne von der Straße, machen wir sowieso noch den praktisch Feld 15. Aber erstmal fahren wir jetzt rundherum, auf der anderen Seite machen wir noch eine Abfahrt und gut ist. So. Ja, das stimmt. Das ist auch angenehm, der Winter, ne? Kann man gut brauchen. Aber ne, heute ist ein bisschen wenig von dem Wind da. Weil wir brauchen das dann ja auch ganz schnell. Weil wir gar nicht diese Temperaturen gewöhnt sind hier. Gut, da sind wir mal rundherum. So, genau. Jetzt vorne noch die Zufahrt zu Feld 15 und dann haben wir es. Also Feld 15 ist dann auch ans neu eingerichtet und der Kalksteuer ist gerade leer. Der fährt zum Hof, kriegt hoffentlich noch was und dann müssen wir gleich mal gucken, vielleicht steht der andere Kalksteuer noch im Weg. Aber eins zur Zeit. Ja, dann wollen wir ein bisschen vorankommen, ne? Was haben wir oben? Alfalfa Fresh, ein Tag noch.
EGA will Gülle haben. Ja, müssen wir mal gucken. Also auch da ist natürlich so ein bisschen das Autodrive-Thema. Eigentlich wollen wir die Gülle immer vollautomatisiert dahin bekommen. Bei den meisten Kuhstellen funktioniert das auch. Also bei den Feedlot-Abteilen funktioniert das auch, aber nicht bei allen. Da müsste man halt auch die Kurse noch mal ein bisschen sauberer machen. Jetzt hier ein noch 15, da fällt 15. Oh, nö. So, dann hätten wir das ja doch schon mal geschafft, die Leute. Das ist erledigt. So, gut, gut. Dann da steht der zweite Kalkstreuer. Der kommt hier nicht weiter, weil die Seemaschine im Weg steht. Da steht auch, wollen die tanken fahren oder was macht der Wassertransporter hier? Weil den müssen wir jetzt ja schon einstellen können, ne? Er soll Feld 15. Zeigen uns genau. Erster Wegpunkt und rechts 1. Da müsste es ja eigentlich klappen. Übergeben. Losfahren. Ja, das war Quatsch. So, was ist der? Ja, der möchte normal tanken. Oh, der tankt aber. Na gut, der hat, doch einen ganz großen Tank hier mit 1000 Liter. Ja, bei uns in der Nähe, also das ist ein Dorf, wo regelmäßig immer die Fußballturniere auch stattfinden, da mit unserem Sohn oder mit der F-Jugend sozusagen, wo ich auch häufiger mit dabei war. Da ist in der Nacht, hätte ich gerade eben im Radio einen Blitz eingeschlagen in ein Haus. Auch einer verletzt, aber. Also keine Toten, aber ne. Kann natürlich echt mal dumm laufen. Gut, haben wir das. Futterverteiler. Dann muss ich Futter verteilen. Der Gülleverteiler, den brauchen wir jetzt mal. So, da ist einer. Das ist ja der Silage. Haben wir über. Wir hatten eine Nacht gespult doch eigentlich, oder? Der hat keine Silage mehr hier. Dann müssen wir wieder den zweiten Fermenter auswählen. Fermenter XL2 leeren. Futterfabrik möchte noch Mineralfutter. Da steht aber, glaube ich, noch. Oh. Am Shop was. Zwiddy, moin. Vielen Dank. E-Mail habe ich gelesen gerade eben. Aber noch nicht testen können, ob das jetzt wieder alles funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich selber getestet und bis dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das funktioniert. Gestern Abend, das ging ja ein bisschen drunter und drüber. Ich dachte, ich kann das noch reinpacken, damit ich das neue Revamp zeigen kann. Und dann merkte ich im Spiel, jetzt habe ich gar keine Hektarangaben mehr für die Früchte. Und ich wollte ja gestern eigentlich so ein bisschen die Fruchtplanung machen für die nächsten Monate auf der NF Marsch für mich, für meinen Single-Spielstand. Und ohne die guten Informationen aus den Produktionen Info hat, ist es ja irgendwie nicht ganz so einfach, ne, zu rechnen und zu gucken, wie viel braucht man eigentlich an Hektar ungefähr. Und ja, deswegen musste ich dann noch wieder zurück. Rudern hatte noch geguckt, weil ich noch die 14. Also ich hatte noch eine ältere Version vom Produktionsinfomod drauf. Dachte, vielleicht hängt es damit zusammen, aber gut, war es ja nicht. Aber danke dir für die Zurverfügungstellung der neuen Beta. Das hört sich gut an. Oh, das sind Ballen, die wollte ich eigentlich nicht. Naja.
Kann auch ein paar Ballen in die Futterfabrik schmeißen. Kurz über lang muss es ja auch alles hier weg. Ich weiß es nicht. Also es kann ja, gehen ja Blitz auch manchmal durch Leitung, ne? Und weiß ich nicht genau, wie das passiert ist. Ja, kann passieren. Da wo gehobelt wird, fallen auch Späne deswegen. Also ich mache da gar keinen Vorwurf. Als Modder weiß man das selber. Dass auch mal irgendwo was macht, man eine Stellschraube nicht mehr funktioniert. Und ich habe heute Vormittag schon eine Stunde durchgepowert. Anderthalb Stunden, bevor wir jetzt gerade eben einkaufen waren und nachher meine Eltern auftauchen, auch noch einkaufen. Und ja, durchgepowert in Sachen Produktion. Was mit den Leerpaletten, ne? Also es wird im Output in der Regel keine Leerpalette mehr geben, es sei denn, es entsteht tatsächlich mehr Leerpalette in der Produktion, als man braucht fürs neue Produkt. Beispiel, man liefert 2000 irgendwas an Rohstoffen an, die auf Palette sind, und es entsteht nur 1000 neues Produkt daraus. Und dann ist das so ein Fall, wo tatsächlich Leerpalette insgesamt übrig bleibt und Leerpalette dementsprechend tatsächlich ein Output ist. Also weil es einfach mehr Leerpalette da ist, als verbraucht wird. Das sind nicht viele Produktionen. Ich habe jetzt auch nicht die genauen. Da müsste ich genau reingucken. Der steht noch drumherum hier, der Güldefahrer. Der bremst hier den ganzen Verkehr. Aber gut. Wollte aber ja eigentlich Mineralfutter holen, aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich werde mir jetzt bei diesem Projekt versuchen, so ein bisschen wie Werner bei den Gamers das eben auch hinkriegt, auf der Marsch wirklich unter 20 Minuten zu bleiben. Das natürlich sind immer noch kurze Folgen, aber damit es zumindest auch weiterhin noch einigermaßen regelmäßig Folgen gibt, denn es ist heute bekanntlichermaßen der letzte Freitag Vormittag, wo ich noch Zeit habe für das Projekt. Und in Zukunft weiß ich noch nicht, an welchem Abend ich wie das, überhaupt das nachher mein Dienstag Vormittag das Projekt wird, oder ich weiß es noch nicht genau. Das wird man sehen. Und wie gesagt, manchmal entscheide ich das auch spontan, je nachdem, worauf man gerade Lust hat zu spielen, ne? So, so ein Ding ist das. Aber ich will nicht bei einer halben Stunde landen, weil das ist dann zu viel und dann hast du nachher, ne? Und dann könnte man sagen, es gibt nur jeden zweiten Tag eine Folge. Vielleicht auch eine Variante, dafür dann aber auch, ne, ein bisschen länger. Ich werde noch ein bisschen mehr Mineralfutter einkaufen. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.